Gott, es ist definitiv das Blumenparadies. Oh, so schön. Traumhaft. So gar keine Ahnung, wie lang es soll. Ich glaube, ich nehme den Weg. Ich glaube, der ist deutlich schöner. Wie geil sind bitte diese Blumen? Oh mein Gott. Mega schön. Weiter geht's. Vier Kilometer vom Ziel entfernt. Meine Brille ist beschlagen. Ich sage euch, das ist ein Arsch vom Berg. Ich sehe gar nichts mehr. Okay, ich lasse 1,4 Kilometer hoch. Und dann sehen wir uns am Ziel. Ich glaube, ich leider verfahren. Ich habe leider keine Ahnung genau, wo ich bin und wo das Ziel ist. Also habe ich beschlossen, es geht jetzt wieder zurück und dann fahre ich noch ein bisschen altbekannte Strecke. Genau, also dann schlägt schon wieder alles. Ich gehe jetzt mal auf den Heimweg und wir sehen uns dann gleich. Hier im Wald sind wirklich ungelogen 10 Grad kälter oder so. Ich habe gerade Abfahrt gemacht und ich friere, es ist scheiß kalt. Und jetzt hoffe ich, kommt gleich, ja, es kommt wieder Steigung, damit es mir wieder warm wird. Aber es macht so viel Spaß. Yay. Let's go for it. Stopp am Wegesrand. Der Baum hängt voller Äpfel. Aber leider noch nicht reif. Sonst wäre das jetzt echt geil. Aber hier ist alles voller Obstbäume. Also so ein paar Wochen gibt es hier geilen Snack unterwegs. Oh, ich finde wirklich schöner geht's nicht. Keine Menschen. Oh. So schön. Oh, ich muss mal gerade anhalten. Ah, ich dachte gerade, die können hier vielleicht reif sein. Oh. Bam, bam. Ich glaube, ich versuche mir mal einen zu sneaken. Probier einfach mal einen. Schaut ja nichts, ne? Ich habe mir einen geholt und jetzt gucke ich mal, ob der schon ein bisschen schmeckt. Irgendwie habe ich übelst Bock auf sowas Frisches. Ich weiß, dass der noch nicht reif ist, aber irgendwie. Ich probiere mal. Nee. Hier, liebe Ameisen, tut mir leid, lieber Apfel, dass ich dich ja vom Baum gerissen habe. Aber das ist nicht tragbar. Einen Pausenspot gefunden. Das ist schön. Wasser. Und ich habe auch dabei richtig geilen Riegel. Den habe ich vorher noch nie probiert. Und die sollen geil sein. Ich habe jetzt Haselnuss-Nougat. Mal gucken. Ich probiere mal. Der sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich probiere ihn jetzt mal. Mann, ist der gut. Guck mal, wie der aussieht. Absolut nice.
Ja, ich bin wieder im Auto, wie ihr seht. Und die Runde hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe heute nicht alles gegeben, sage ich mal, weil nächste Woche ich in die Berge fahre und ich gerne relativ gut in Form dort ankommen würde und nicht völlig K.O. von der Trainingswoche davor. Das heißt, das war jetzt eine kleine, feine und doch etwas anstrengende Tour, aber so ist das. Und ja, ich hoffe, ich kann euch dann nächste Woche auch ein bisschen in den Bergen mitnehmen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.